Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Schild Egglog. Und ja, es gibt ein, zwei Sachen, die ich mit euch bereden möchte. Ich habe nämlich zwei Items übersehen. Einmal auf Route 4 und einmal in der Galarmine. Die habe ich mir jetzt noch geholt. Das war einmal ein Äther und die zwei Energiestaub, wo ich noch sehr, sehr dankbar darum bin, weil, ja, 60 KP heilen zweimal ist schon sehr was Nices. Ah, und ich sehe gerade, wir sollten die Pokémon nachher auch auf jeden Fall heilen gehen, bevor wir in die Arena reingehen. Ja gut, erstmal haben wir jetzt aber da oben ein Date mit der Sanja und da gehen wir mal hin. Die wird uns eh wieder nur mit irgendwas volllabern. In der Zeit kann ich euch schon die zweite Sache erzählen. Und zwar habe ich in der letzten Folge einen Fehler gemacht. Ich habe auf Route 4, war das glaube ich, wo ich Pedes den Expertengurt gegeben habe. Und das war ein Fehler von mir, weil ich konnte den Expertengurt eigentlich noch gar nicht haben. Das war aber mir so, ich hatte von der anderen Edition hier was rüber getradet. Und das auf Pokémon Home gepackt und nicht mehr daran gedacht, dass dieses Pokémon Item bei sich trägt, was eben der Expertengurt war. Ja, Items können nicht auf Pokémon Home, deswegen wurde dieses Item hier bei mir in den Beutel verschoben und ich habe das selber nicht ganz gecheckt. Ja, ich hoffe... Ah, zwei Beleber. Ihr nehmt mir das nicht zu böse. Es war jetzt eh nur auf Route 4. Ich habe Pedestal eh nicht wirklich verwendet. Ist sie fertig? Können wir gehen? War's das mit dem Date? Okay, ging schnell. Ja, normalerweise bekommt man sowieso hier in Torfield diesen Expertengurt, wenn man dieses Rätsel hier löst. In dem Fall werde ich... Oh! Oh, ein Blattstein! Dann haben wir schon mal einen Blattstein, theoretisch, für unser Evoli. Ja, ich werde das Rätsel in dem Fall jetzt nicht lösen. Und... Nehme somit den Expertengurt, den ich da ja, aus Versehen rüber getradet habe. Tut mir sehr, sehr leid für diesen Fehler, aber ich glaube, es ist jetzt wirklich nicht schlimm, weil wir haben ja wirklich Pedestal nicht wirklich genutzt auf Route 4. So, Hopp ist jetzt auch weg. Wir gehen gleich mal ins Pokécenter und heilen. Weil so müssen wir dann lieber nicht zum Arena-Leiter gehen. Ja, wir checken noch schnell ein, zwei Items hier ab, die es hier zu finden gibt. Und dann starten wir gleich mit der ersten Arena-Challenge. Und sie labert jedes Mal vom Flegmon. Das wäre auch mal eine Idee, den zu holen, einfach nur, damit sie nicht mehr darüber labert. Hier glitzert auch was, ja. Na, Kraftwurzel war, glaube ich, mit Wiederbeleben. Bringt an der Stelle nicht so viel. Und ich habe schon gesehen, dort drüben steht so ein Typ. Wir könnten also eh nicht weitergehen. Ein Ewigstein. Ja, brauche ich jetzt im Moment nicht unbedingt. Oh, hier haben wir eine TM. TM Wirbler. Sehr schön. Und hier gibt es nichts. Oh, und Hopp wartet auf uns. Nicht, dass es da jetzt noch einen Hoppy-Kampf gibt. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Da hinten wird kein Item sein, weil dort ja normalerweise eben der Expertengurt ist. Dann gehen wir noch hier nach unten schauen. Und dann checken wir mal unsere TMs ab, die wir so haben. Ob wir da, na, Beleber, vielleicht noch ein bisschen was verbessern können an unseren Pokémon. Ja, wir haben alles eingesnackt. Dann schauen wir uns jetzt erstmal an, was wir so für TMs haben. Ich würde sowieso mit Pedes reingehen in die Arena. Ja, ich meine, Pedes ist wirklich, also die Pflanzenattacken machen ihm ja nur Halben oder Viertelschaden. Vielleicht sogar wirklich mit Manoliten und dann in Pedes wechseln. Oder theoretisch in Rudialga würde es auch gehen. Ich möchte halt ein bisschen ein Gleichgewicht der Level herstellen. So. Was haben wir hier? Wir haben die Plateauschuhe. Okay. Die werden... Achso, nee, das war ja nur durch Fallen. Genau. Was haben wir hier? Das verstärkt
Attacken vom Typ Käfer. Pokémon. Okay, brauchen wir nicht. Sonderbonbon, spitzer Schnabel. Stark Attacken vom Typ Flug. Ich finde eigentlich den Expertengurt ist schon ganz fein und der Ewigstein. Okay, das war aus Edern. Oder wir geben den Expertengurt halt jemand an. Nee, aber dann hat Pedes. Ach komm, wir geben Pedes, den das Flugattacken verstärkt werden. Und geben dann den Expertengurt. Wen geben wir's? Ich würde fast sagen Kali oder Schuppi. Oder vielleicht Manu. Was hat denn der bis jetzt für Attacken? Warte mal schnell. Evo! Oh! Okay, bis jetzt nur normale Attacken. Rentiert sich nicht wirklich. Hier haben wir Wasser und Boden. Bei ihm wäre es halt schon auch gut. Er hat drei verschiedene Attacken. Ja, am besten ist es fast bei Rudyalga, ha? Bei Evoi wäre es gut, wenn es dann später ein bisschen mehr Attacken hat. Ja, weil es ja vom Typ normal ist, wäre das dann sicher nicht schlecht. Aber ja, im Moment bringt es nichts bei nur Normalattacken. So. Eine Unlichtattacke, Gegenstoß. Das könnten wir Schuppi lernen. Schauen wir doch gleich mal. Schuppi war auf mehr auf Angriff, aber mir hat jemand gesagt, auf Spezialangriff eigentlich. Hier haben wir Angriff. Was hatten wir hier? 60er. Na, so war das. Paralysiert das Ziel eventuell. Ändert Kämpfe gegen. Schwierig. Ich glaube, ich nehme die Kopfnuss weg. Mhm. Oder den Schutzschild. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich nehme die Kopfnuss weg. Nehmen wir die Kopfnuss weg. Tada! Und Schuppi hat eine neue Attacke. Ja, schön. So, Sternschauer. Ah, der Energiefokus. Der Prügler. Grimasse. Nadelrakete. Wirbler. Kann eh niemand wirklich was erlernen. Wir könnten Evoi Sternschauer beibringen. Was hat er das nochmal für Attacken? Sternschauer ist halt ein 60er Move. Ruckzuckhieb ein 40er. Ja, wir machen rechte Hand weg. Wir haben eigentlich eh nie Doppelkämpfe hier, außer mit Hopp zusammen. Und ja, Hopp seine Pokémon muss man nun wirklich nicht pushen. Lieber, wenn er unsere Pokémon pusht. Ja gut, let's go dann. Starten wir zur ersten Arena-Challenge. Da labert er wieder mit seinem Wulli. Ah, er erzählt uns nur in dem Fall, dass er es schon geschafft hat. Wie der Gary damals. Ja gut, in Ordnung. Wenn Hopp es schafft, kann es ja nicht so schwierig sein. Er mit seinem Memmion. Und ein Freundesball. Schön. So, Mrs. Ja gut, mit der komischen Uniform. Da bin ich auch gespannt auf die DLCs, ob sie dort das fixen werden. Weil das Problem habe ich schon von so vielen Leuten gehört. Und es ist auch ein Problem. Für was kannst du dir Kampfuniformen kaufen, wenn du sie dann nur außerhalb vom Stadion tragen kannst und nicht im Stadion. Das ist halt so, ja. Who knows? Wieso die das so gemacht haben. Aber gut.
wir müssen jetzt erstmal die kleinen Wollis dort zusammentreiben. Diese bockigen Wollis. Ach was, bockig. Die sind doch ganz süß. Man muss nur wissen, wie. Ich zeige euch jetzt, wie ein Profi die Wollis da nach hinten bringt. Na, habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? So macht man das eben richtig. Na, gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie. Hey, Vorsicht, Vorsicht. Ah, da. Schon gut, okay. Im Prinzip hat Volti mir noch ein bisschen dabei geholfen. Aber stark sind sie schon, ne? Ich meine, eine Gruppe, aber dass die ganzen Heuballen da wegkicken. Na, sauber, sauber. So, unser erster Arena-Challenger, Trainer, whatever, wie man das sagt, Vortrainer. Ach ja, wir haben ja Manu als Lead. Und wir wechseln aus zu Pedes. Und schauen mal, weil Pflanzenattacken müssen eben, glaube ich, sogar nur ein Viertel Schaden machen. Und Käfer ein Drittel. Die Hälfte. Käfer die Hälfte. Genau. Und Pflanzen halber Schaden. Also eigentlich darf Pedes nichts passieren. Außer natürlich, sie kommen dann irgendwie mit einer Normalattacke oder whatever. Sehr schön. Und wir können, denke ich, in den nächsten Kampf ohne Pedes zu heilen. Ja, da freut er sich. Da freut er sich. Ich weiß, mit Rudialga wäre es auch ganz einfach, hier durchzukommen, aber nein! Der Hund Rudialga hat eben schon so ein hohes Level. Also gut, schaff ich's. Kommt. Zack, 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 schnell, bevor der Hund kommt. Schnell! Schnell! Und unser nächster Trainer. Oh, ich bin echt zuversichtlich für die Arena, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich bin gar nicht so nervös, wie ich es mir erst vorgestellt hatte. Weil ich denke, Pedes wird das alleine rennen. Und ja, sollte es Probleme geben, kann ich halt immer noch zu Rudialga wechseln, der dann den Rest klären wird. So, ich glaube, der hatte eh auch nur ein Pokémon Absorber. Okay, das wird auch, ja, gar nichts. Was war das jetzt? Ein KP? Ich hab's nicht gesehen. Ja, schön. Ah, ne, zwei Pokémon hat er. Okay, nochmal ein Windstoß. Sehr schön. Und Manu hat fast ein Level up. Ist schon krasser EP-Unterschied, ne? 200 und die anderen ungefähr 100, die nicht mitgekämpft haben. Das Doppelte. Ein Mirapla. So, Mirapla könnte jetzt auch noch Wasser haben. Oder? Oder meine ich das immer nur? Einmal zu Schuppi auswechseln. Dem sollten Pflanzenattacken, glaube ich, auch nicht so böse tun. Einfach, dass er auch ein bisschen was von der Erfahrung abbekommt. Wachstum. Oh. Angriff steigt. Macht er nochmal Wachstum? Ja, wir riskieren das jetzt. Der wird Manu schon nicht one-hitten. Yes, noch ein Wachstum. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mach du nur dein Wachstum.
mein Pedes interessiert das einfach nicht. So. Ja, Kali bekommt nicht so viele P. Kylie. Nicht Kali. Wieder ein Wachstum. Nein! Da hätte ich ja doch zu Kylie auch noch auswechseln können. Aber wäre sehr gefährlich geworden. Ja, wir machen den Windstoß. Okay, nicht ganz die Hälfte. Miraflar macht wieder Wachstum. Im Normalfall sollte ich jetzt Angst bekommen. Aber solange das Miraflar eine Pflanzenattacke einsetzt. Oder es kommt einfach nicht dazu. Sehr schön. Und Manu hat Level 15. Und Schuppi ist auch in Level gestiegen. Die Kulleraugen. Was waren die Kulleraugen nochmal? Eine Feen. Bei dieser Erstschlagattacke erobert der Anwender das Herz des Ziels, indem er es mit Kulleraugen ansieht und senkt dabei dessen Angriffswert. Also es wird nur der Angriffswert, oder wie? Oder auch, dass der Gegner vielleicht mich nicht angreift. Na, dann machen wir mal den Heuler weg. Ich denke, das passt ganz gut. Oh, jo, er freut sich auch wieder. Das ist doch schön. Oh, hey, nein, ihr zwei Schaffis. Nicht von der Herde trennen, das ist gefährlich. Ihr müsst schön zusammenbleiben. Nur gemeinsam seid ihr stark. Einzeln nicht. Ihr kleinen Wollis, das müsst ihr noch lernen. So, komm, wir gehen da rechts. Schnell, bevor der Hund kommt. Los! Nein! Da kommt er schon. Ja. Okay. Bin ich wohl doch nicht so der Profi-Schafhüter. So, kommt meine kleinen... Oh, jetzt kommt aber... Da wollte ich schon wieder. Da wird jetzt die einen wegjagen. Nein! Kommt. Ja. Lasst euch schön... Okay, nach vorne, aber nicht wieder zurück, nicht wieder. Okay, wir machen die Trainerin gleich. Nur die Schafe erstmal. In Sicherheit. Ui, da ist sie schon. Ja, okay, machen wir sie schnell. In der Zeit sollte ja die Zeit hier draußen stillstehen. Oh, sieht ein bisschen müde aus. Hatte wohl eine harte Nacht. Oder einen harten Tag, wenn schon so viele Arena-Challenger hier waren. So. Wir haben wieder zwei Pokémon. Wir wechseln wieder aus zu Pedes. Ein Rasierblatt. Und auch das juckt den lieben Pedes nicht im geringsten. Schön. Turbodreher, das ist jetzt, glaube ich, eine normale Attacke. Noch geht das. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob das der letzte Trainer jetzt ist, vorm Arenaleiter. Vorm Arenaleiter müssen wir auf jeden Fall ein bisschen heilen. So, Miraflar. Das wird wieder Wachstum machen. Das wird ganz sicher wieder Wachstum machen. Also nutzen wir das jetzt schnell ein bisschen aus. Evoi. Oh. Oh. Also wenn ich jetzt... Okay. Ich fackel hier nicht mehr lange rum. Oder soll ich... Schuppi könnte ihn theoretisch auch besiegen. Ja, wenn ich jetzt kein Entgifter dabei habe, dann muss ich schauen, dass ich so wenig wie möglich Schritte laufe.
dass Mano jetzt nicht an einer Vergiftung außerhalb des Kampfes stirbt. So, das war jetzt ein 15er Schaden, also einen Volltreffer würden wir überleben. Ist die Frage, wer schneller ist? Ich weiß es nicht. Okay, ich wäre schneller gewesen und mache nicht viel Schaden. Boah, okay, dann gehen wir doch wieder zu Pedes. Ich habe das ein bisschen unterschätzt. Das Mirapla ist um einiges böser wie das von... Ach du... Oh. Puh. Darauf hoffen jetzt, dass er nochmal... Ich werde ihn nicht one-hitten. Ach du Scheiße. Okay, das war jetzt... Ja, Rudialga. Nichts. Dann gehen wir zu Rudialga. Ist ja nichts Schlimmes eigentlich. Ne? Ich möchte nur, dass die anderen ein bisschen aufholen mit dem Level. Aber so gewinnen wir das safe. Müssen keine Angst haben. Obwohl mir jetzt schon kurz das Herz stehen geblieben ist. Boah, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das mit Säure noch so krass Schaden macht. Ja, haben wir es nochmal mit einem Schrecken davon geschafft. Oh Mann. Ja. Ja, da freut sie sich, wenn sie sich endlich hinlegen kann. So, die zwei... Hä? Also nachdem ich mit ihr gekämpft habe, stehen die zwei Voldis bei ihr und laufen hier nicht mehr rum. Wäre die Challenge jetzt schwierig zu schaffen mit den Schäfchen, ne? Dann könnte man schauen, dass man sie zuerst besiegt und dann erst die Schäfchen holt. Aber es ist ja eh easy hier. Ja gut. Dann heilen wir. Und hoffen, dass der Gegner keine Giftattacken oder sowas hat. Deren haben wir keine, nur die von Paralyse. So. Ah, doch, die Kraftwurzel hat mich auch geheilt. Aber wir haben keine Entgiftungskur. Ein Supertrank. Warte mal, kann ich das sortieren? Kategorie. So. Ja, nehmen wir einen Supertrank. Für Pedders. Und für Schuppi. Bei Manu ist jetzt die Frage, warte mal, 37 KP haben wir. Immer noch 37. Kann das sein, dass das in dieser Edition das Pokémon gar nichts verliert bei Gift außerhalb des Kampfes? Ist das möglich? Oder vielleicht nur in der Arena-Challenge ist das jetzt so? I don't know. Wir haben immer noch 37. Lassen wir Manu. Es hat Level 15. Ja, wir lassen Manu als Lead und wechseln dann auf Pedes. Ja, das packen wir. Das packen wir, Leute. Let's go! Zu unserem ersten Arena-Kampf. Mit dem lieben Jaro. Dem wir jetzt gleich einheizen werden. Beziehungsweise seine Pokémon fortblasen. Na? Mit dem... Windschnitt? War es Windschnitt, was ich hatte? Ich glaube schon, die Attacke.
So, ja, da begrüßt er mich und sagt, er wünscht sich einen spannenden Kampf. Er wartet schon sein ganzes Leben auf diesen einen Kampf mit dem amtierenden Champ. Ja, der Jaro, aber er ist auch immer am Lächeln. Ein Cotini. Okay, Cotinis habe ich schon besiegt. Oder beziehungsweise eins. Oder beziehungsweise gefangen habe ich es nicht besiegt. Ach so. Pokémon, wir wechseln aus auf Hades. Ich denke, in die Dynamax gehe ich erst, wenn sein letztes Pokémon kommt. Dass ich halt dann in die Dynamax gehe, wenn er auch in die Dynamax geht. Damit ich das gut tanken kann. So, das war schon mal ein Angriff, der mir nicht gefällt. Der hat mir nämlich 10 Schaden gemacht. Will ich einen Superschall? Nee. Voll auf Angriff, denke ich, ist hier am besten. Ja, schaut an. Noch einen zweiten Angriff, dann ist er weg. Sehr schön, jetzt kommt eine Pflanzenattacke. So hat man das gern. Die ist weg. Nee, es hat. Nee, wieso? Oh oh. Oh, okay, das. Ja. Ich meine, ich werde es jetzt besiegen. Frage ist halt wirklich Doppelkick. Okay, die snacken wir uns. Wir nehmen den Kratzer weg. Die Frage ist halt, ob es sich rentiert, mit Pedes jetzt in Dynamax zu gehen. Weil wir halt nicht mehr so viel KP haben. Level 20 hat das. Ich resistiere zwar oder resistiere, seine Pflanzenattacken machen mir kaum was. Aber ja, wenn er halt keine Pflanzenattacke macht. Soll ich jetzt mit ihm in die Dynamax? Neunziger erhöht die Initiative. Und einer Wall. Ich meine, das ist eben je nachdem, wie er handelt, oder? Ein gescheiter Mensch wüsste halt, dass er jetzt keine Pflanzenattacke einsetzen soll. Und ein, ja, Computer, was macht er? Was macht er dann? Schwierig, schwierig, schwierig. Habe ich zum Glück Zeit zum Überlegen? Ja. Ach, schwierig. Ja, ich komme. Ich wechsle aus. Oder? Was meint ihr? Es ist kein Livestream. Ja, komm, ich wechsle aus. Ich wechsle aus. 39, ah, durchs Level ab. Ja. Ah, aber auswechseln, dann habe ich halt wieder. Dann kriege ich halt wieder einen Schlag ab, der. Von der Dynamax kommt und ich bin nicht in der Dynamax und
Wir machen jetzt mal einen Deiner Wahl und schauen, was passiert, was er einsetzt. Oh, interessanter Ruf von Pettis. Okay, okay, lass zeigen. Da geht auch. Boah, was war das für ein Ball? Meine ich das nur? Das hat jetzt erst ausgesehen wie ein Mondball. Oder ein Foto. Dann wäre noch gut zu wissen, wer schneller ist. Okay, bin ich jetzt blöd und hab's übersehen, was er eingesetzt hat, oder hat man es nicht gezeigt? Oh Gott. Aber Rudi Alger würde halt ein Hit treffen, was. Ja. So, wir sind schon mal schneller. Wir ziehen ihm, ja, mit 3 Hits ist er wahrscheinlich besiegt. Steigern unsere Initiative. Ja, bringt jetzt nicht so viel, wenn wir eh schon eine Pflanzenattacke. Oh Gott, der macht eine Pflanzenattacke zum Glück. Und es hat aber trotzdem 12 KP abgezogen jetzt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nochmal einen Deiner Wahl. Aber ich meine im Prinzip, wenn er jetzt einen Volltreffer landet, ist Pettis einfach tot. Aber wenn ich zu Rudi Alger auswechsel, der jetzt auch Level 20 hat, ich weiß nicht, ob er einen Giga Dynamax-Hit tankt in der Nicht-Giga Dynamax. Vor allem, wenn dann Kotomi wahrscheinlich dann halt doch keine Pflanzenattacke einsetzt. Also, wenn ich jetzt angreife und er hat keinen Volltreffer, dann überlebe ich mit ein paar KP. Und würde dann zu Rudi Alger auswechseln. Miniras tun zwar die Pflanzenattacken nicht viel, aber. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht, was ich tun soll. Ich wechsle aus. Wenn ein Volltreffer kommt, wäre Pettis jetzt halt weg. Und ich müsste sowieso dann in der nächsten auswechseln. Aber ja, okay, dann wäre der Gegner halt nicht mehr in der. Ich Vollidiot. Ich hätte einfach einen Schild machen sollen und dann in der nächsten Runde auswechseln. Beim Schild hätte mir ja nichts passieren können. Aber okay, Rudi Alger tankt das ganz gut. Dann schauen wir doch jetzt mal, was eine Glut so an Schaden anrichtet. Schade, ja. Ich habe gedacht, Pettis wird die Arena solo durchlaufen. Ja, wäre vielleicht auch was anderes gewesen, wenn ich nicht Manu erst das Lied gehabt hätte und dann ausgewechselt hätte. Who knows? Okay. Ein Hit sollte Rudi Alger noch tanken, auch wenn es ein Volltreffer ist. Come on. Kommt ein Zauberblatt, Pflanzenattacke, sehr schön. Okay, wir besiegen ihn jetzt, oder? Das Einzige, was passieren könnte, dass er einen Trank einsetzt, aber dann darf er nicht angreifen. Oder dass ich nicht treffe, aber das ist eine Attacke mit einer hunderten Genauigkeit, also muss ich ihn treffen. Yes!
Yes, Leute, wir haben den ersten Arena-Leiter geschafft und kein Pokémon ist gestorben. Alle haben überlebt. Und sogar ein paar schöne Levelaufstiege gibt es. Schön, wir haben es geschafft. Oh, zum Glück. Vor allem, weil ich erst noch sagte, ich bin gar nicht nervös. Ich denke, Rudialga, Pedes packt das easy. Ja, und dann hat das jetzt halt doch nicht so easy gepackt, gell? Rudialga war der Retter in Not. Ohne ihn wäre es schwierig geworden. Ich hätte zwar auf Miniras wechseln können, der aber halt auch wieder ein paar Level drunter ist. Keine Attacke hat, die wirklich Schaden macht beim Gegner. Ohne Rudialga wäre es knifflig geworden. So, eine TM. Zauberblatt. Oh, ja, bringt mir das groß was? Wir können ja gerade mal schnell abchecken, ob wir das jemand beibringen könnten. Zauberblatt. So, der Jaro gratuliert uns noch und sagt uns, dass wir jetzt Richtung Route 5 gehen sollen. Ja, schön. Meine Pokémon sind alle geheilt. Perfekt. Muss ich nicht zum Center. Zauberblatt. Kann ich eh niemand lernen. Okay. Ja gut, Leute. Ich würde sagen, für diese Folge war es das. Ja, in der nächsten Folge werden wir uns dann die Route 5 anschauen. Heilen muss ich ja nicht. Wir sind geheilt. Hier stand vorhin der Typ. Könnten noch schauen. Achso, nee, das Item war ja dann erst, wenn man das Fahrrad hat. Beziehungsweise das Wasserfahrrad. Erstmal brauchen wir das normale Fahrrad. Jo, hier beginnt Route 5, Leute. An der Stelle würde ich mich jetzt verabschieden. Jo, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Freitag. Genießt es, habt auch ein schönes Wochenende. Jo, vergesst nicht morgen zum Stream kommen auf Twitch um 10 Uhr. Und ja, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.